Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier am Trelebind und müssen noch drei Ork-Anführer erledigen. Gut, schon eins wieder mehr. Es ist lange gegangen, aber irgendwie habe ich so ganz viele Mets gefunden, also für die Reisquests, die verschiedenen Monster-Materialien. Und jetzt wollen wir mal schauen, ungefähr so ja, bei diesem Strich bei Heulen, wie viel Erfahrung ich bekomme auf dem Balken. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Ja. Eins, zwei und noch ein bisschen Strich. Okay. Also diese Striche. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt jetzt momentan echt am Sport machen. Kann jetzt nicht so viel Aufnahmen machen, aber ich bin einfach topfit und deshalb level ich auch nicht so viel. Aber ich schaue, dass ich wirklich auch immer noch eine bis zwei Folgen pro Tag machen kann. Weil ja, momentan geht es alles echt nicht gut. Sie haben jetzt eigentlich schon wieder zwei verloren. Ich hätte sie retten können alleine. Nein, sicher nicht alleine, aber ich hätte gewollt, dass sie noch ein bisschen im Reich bleiben. Aber scheinbar, ja, Syrt ist halt mega über. Zählig, also ja, sind ungefähr dreimal so viel wie wir. Aber das Lustige ist, es mangelt auch ein bisschen an Qualität. Das habe ich ja gestern im Park gesagt über die Igen. Es ist halt nicht immer die Nummer, die einen besser macht, sondern auch, wenn man zahlreich ist, die Qualität. Weil ich habe drei Jäger haben sie mich gejagt. Und sie konnten mich lange nicht töten. Weil ich bin immer um die Bäume dort, wo wir gewesen sind. Und sie konnten mich nicht anvisieren, also sie konnten nicht treffen. Weil ich war eigentlich immer so, dass sie nicht automatisch schießen konnten. Und dann habe ich immer wieder geheult, also dieses Heulen angesetzt. Und manchmal auch treten. Und dadurch konnte ich sie eigentlich immer so ein bisschen im Schach halten, durfte sie aber nie viel angreifen. Also ich hatte eigentlich keine Chance, aber es war einfach cool anzusehen, wie lange die brauchen. Also die haben sicher ungefähr 5 Minuten bis ja, 7 Minuten gebraucht für einen einzigen Barbaren mit 4524 Leben. Also das ist schon lustig gewesen. Aber ich bin ja gerne einer, der spielt. Ich möchte ja sie nicht runter machen damit, aber ja. Jäger können das auch schnell. Jo, und jetzt, ja, bin ich leider nicht mehr so am Leveln gewesen, weil ich wusste, dass jetzt heute Morgen echt viele Jäger unterwegs sind. Jetzt werden wir mal schauen, wie es jetzt geht. Jetzt ist auch wieder ungefähr 1 Uhr. Und, ja, noch nicht ganz, aber fast. Wir haben keine Crafting Materials mehr. Ja, noch ein bisschen. Ja, gut. Aber, ja, die müssen wir jetzt holen und dafür tun wir jetzt aber auch noch ein paar Taler verkaufen, Goldtaler. Und, Kleidung, ja, Kleidung. So. Jo. Ja, so noch nicht ganz die Hälfte haben wir. Es geht also echt schon lange. Das ist schon extremst. Jo. Ich bin gestern weit reisen gegangen. Also wir sind auf eine Burg gegangen. Ruine Pfäffingen. Und ja, es war richtig cool, aber es hat mich auch am Abend müde gemacht. Jetzt habe ich keine Abendaufnahme gemacht. Aber ja, so Sachen werden halt jetzt auch wieder ein bisschen öfters kommen, wenn es schön Wetter ist und so weiter. Also es kann sein, dass es halt nicht ganz immer so... Oh, ich habe einen übersprungen. Dass ich nicht immer so Aufnahme machen kann. Weil es halt auch andere Dinge gibt, die ich machen muss. Ah gut, ja.
bin ja momentan sowieso nicht ganz so beliebt, weil ja die Leute es nicht verstanden haben. Aber gut, es macht mir nichts aus. Es ist eigentlich eher für mich auch ein bisschen Ansporn. Ich kann endlich auch wieder mal Videos machen, die nicht so gut ankommen. Ja, weil man ist halt einfach auch ein bisschen sonst wertlos. Also ja, dass die Videos eigentlich gar nicht so viel machen, oder? Ich hätte ja schon gerne ein paar mehr Leute, aber bei Regnum sowieso sieht man ja keinen Fortschritt. Da kann ich einfach nicht wachsen. Das ist leider so. Aber trotzdem sind recht viele, die mich abonnieren, vor allem Spanier und Engländer. Aber irgendwie nicht mehr so viele Deutsche. Aus ja ein paar Gründen, wie zum Beispiel eben, dass sie alle böse auf mich sind und so Sache. Kann ich ja verstehen. Ich bin halt einer, der sich auch ein bisschen durchsetzen kann. Ein bisschen böse ist auf Leute, die auch böse zu mir sind. Also wirklich nur auf. Ich bin nur böse auf Leute, die auch böse zu mir sind. Weil es halt einfach auch denen so geschieht, so geschehen soll. Wieso sollen die Nettes erfahren, wenn man auch böse zu ihnen sein kann? Und das ist es eben. Also, ja. Ich bin halt auch nicht gerne wirklich zu allen nett. Und das müsst ihr einfach aushalten und am besten eben auch bisschen wegstecken. Aber ihr könnt es kaum wegstecken, ich sehe es. 230, wie viel habe ich? Ja, ich habe zu wenig. Also sollen wir nochmal holen. Bis Maximum Inventar, dann habe ich alle weg. Und jetzt haben wir ja ganz wenig bekommen, nicht mal einen Strich. Es geht leider sehr lange. Also ich als nicht so viel Zocker kann da nicht so viel so schnell leveln. Ich könnte einen EXP Booster verwenden. Dann können wir eigentlich das am Ende des Parts auch aktivieren, aber nee. Lieber noch nicht. Wir haben keine Goldteile mehr, okay. Wir haben ein paar Schrott-Items drin und diesen Amaldin. Ich zeige ihn euch nochmal kurz. Der ist scheinbar recht wertvoll. Das kann gerne jemand mal in die Kommentare schreiben, wie viel der wert ist. Weil ich habe so gehört, dass der eigentlich plus 7 ist gut und plus 6 ist jetzt nicht so gut. Und zum Beispiel dieses Schild hier. Das ist nicht dieses Schild, das ist ein anderes Schild gewesen. Ah, dieses hier. Das hat auch recht toll sein zum Verkaufen. Auch wenn es nur gelb ist. Das ist natürlich schon cool, mit einem Ritter noch mehr HP zu haben. Kleidung haben wir hier auch nochmal 500. Mann, da seht ihr, wie viel ich kloppe. Ja, dieses Schwert. Aber Level 58. Noch 3 Level. 2,5 Level. Ja. Okay. Beim Crafting braucht es noch einige Zeit. So. Ja, die Streifen im Hintergrund sind immer so Streifen. Irgendwie ein Grafikfehler von Regnum oder von meiner Grafikkarte. Wenn es bei euch auch so ist. Aber wenn ihr die Grafik ganz hoch stellt und ein bisschen die INI-Datei noch erhöht und so, dann kommen diese Streifen. Wahrscheinlich Schattenfehler. Keine Ahnung. Ja, scheinbar haben recht viele Leute zu wenig RAM für Regnum und haben dadurch ein paar Ladeprobleme und so weiter. Ich habe ja 32 GB, bei mir ist es nicht. Aber vielleicht auch, weil ich die Grafik höher gestellt habe, habe ich auch manchmal ein paar ja, Grafikladeprobleme, dass ich manchmal auch so ein Fenster habe, so ein, ja, eine Grafik wie ein Fenster, weil Regnum denkt ja, im Hintergrund oder im Vordergrund ist jetzt ein Fenster oder so. Das ist ganz merkwürdig. Also die Engine ist halt wirklich nicht gut designt. Ja, jetzt machen wir aber dann gleich hoffentlich etwas anderes. Wir müssen das leider machen. Ich hätte das auch vor und nach dem Ding gemacht, aber ich bin jetzt gerade wieder online gegangen. Ja, schon 16 Minuten da, aber.
Ja, man kommt nicht so schnell vorwärts, oder? Man muss schon ein paar Dinge machen. Also die Kleidung tue ich nicht mehr. Ich tue jetzt noch kurz schauen. 175, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber machen wir einfach mal ein bisschen schneller, wenn wir ein paar springen. Das glaube ich haben wir um die 200. Kommt keiner. Kleidung haben wir auch zu wenig jetzt dabei, oder? Wie 10 Stück. Wow. Ach komm. Tauch doch wieder auf. Das ist okay, eine der besten Quests. 216. Das ist viel. Okay. Goldschale wieder reintun, Kleidung eventuell auch. Und dann gehen wir noch ein bisschen Ork-Lager. Hä? Ich brauche unbedingt Material. Ich habe auch schon den Beschwörer wieder ein bisschen rausgeholt, damit der auch wieder ein bisschen Mates sammeln kann. Und maximal. So, Kleidung kann drin bleiben. Ja, mit den Briefen und so, mit der Hose des Abgrunds, was ich vorher getragen habe, Glück aus plus 4, habe ich jetzt auch ein paar. Also die Armor ist neu. Die ist neu, Verfassung plus 5. Hier eben ein ganz normal plus 4. Rüstung, meisterhaft. Und der Helm ist auch neu. Elite Barbaren hält plus 3. Und ja, die Schuhe. Alles Elite Barbaren. Ich bin Elite Barbaren, aber ich habe keine Chance gegen Querspieler. Ja, ja. Spiel, liebes Rechnung. Ja, es ist nicht so realistisch. Aber sieht schon cool aus, irgendwie. Das ist auch der falsche Skin irgendwie von der Rüstung. Man schaut, der ist so gelb, orange, also orange und braun. Das ist ein bisschen Silber und der ist einfach nur. Okay, das Spiel ist nicht. Ich bin so wütend auf dieses Spiel. Enttäuscht, einfach nur enttäuscht. Nein. Es wird ja alles besser. Die Entwickler tun ja schnell entwickeln. Sehr schnell. Nee, es ist einfach Ironie. Es ist. Ich bin gar nicht wütend auf das Spiel, nur. Oh, dann mag es gut. Es ist halt einfach ein bisschen lame, so ein bisschen gummiartig langgezogen und ein paar Bugs und ein paar Balancenprobleme, aber ja. Eigentlich ist es ja wirklich eines meiner Lieblingsspiele und deshalb bin ich ja auch nicht so glücklich, also glücklich. Entweder enttäuscht oder glücklich. Dass es halt einfach manchmal, ja, ein bisschen Generve gibt, manchmal ein bisschen glückliche Sachen. Und das müssen halt viele Mitspieler auch ein bisschen verstehen. Dass ich da auch ein bisschen genervt sein kann oder so. Aber ja, sie haben es versucht, sie wollten bei mir durchdringen und das haben sie nicht geschafft. Das ist gründlich in die Hose gegangen. Der eine wurde wahrscheinlich gebannt jetzt bei Regnum, der war bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Und der andere, der hat bei YouTube noch ein bisschen etwas rausgelassen, aber ich glaube, der wurde auch gebannt. Deshalb hat er so viel Zeit. Es geht halt einfach gar nicht. Ich lasse mich nicht ausquetschen als irgendwie Lügner oder arrogant bezeichnen, wo ich es überhaupt nicht bin. Ja. Und deshalb disliken sie meine Videos halt. Aber gut. Es ist nicht schlimm, es ist sogar gut für mich. Jetzt habe ich auch wieder mehr allgemeine Like-Dislikes, oder dass es einfach nach oben gegangen ist. Und viele Leute unterstützen mich ja noch. Und das ist wirklich wunderbar. Also Dankeschön dafür. Das zeigt, dass sie haben keine Chance. Also sie können kein Video, eigentlich, wenn ich so richtig sehe, gar kein Video überbieten mit Dislikes. Weil sie können keinen Shitstorm anfangen. Es geht einfach nicht so klein. Also vor allem so klein, ja,
dass sie auch gar nichts irgendwie Schaden anrichten können oder so etwas, weil ich habe sowieso, ich bin eine öffentliche Person, keine an Netzwerk gebundene Sklaverei-Person, also einen Sklaven, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der ein paar Videos macht und deshalb möchte ich auch Dislikes haben, wenn es den Leuten wirklich nicht gefällt, aber das ist pures Hating und das lässt mich sowas von kalt, dass es fast schon weg ist, das Dislike-Zeugs. Und ja, einfach, dass ich das nochmal angesprochen habe. Es ist halt einfach, die Leute sind einfach viel zu narzisstisch, zu verblendet zu anderen und ja, das sollten sie einfach ausschalten, das kostet nur Energie. So, wir sind bei den Orks angekommen. Wir haben hier auch den Nuki wahrscheinlich, der da wird. Hallo Nuki, wo bist du hin? Ah, der ist nur aufgetaucht. Okay. Nuki ist nicht da, gell? Mal gucken. Ja, ist leider nicht ohne. Aber Nuki hat immer hier beim Säbelzahntigern gelevelt und ich war nicht so warm hier bei diesem Säbelzahntiger. Weil es ist auch ein bisschen langweilig, wenn man zu viel. Oh, ich habe jetzt doch geschrieben. Ich wollte eigentlich nur ja, die Taste zum Zurück-Ding und dann Enter drücken. Aber ich habe ja, die Rückstelltaste gar nicht gedrückt. So. Ja, die sind immer noch zäh und die sind immer noch gelb. Also da kann man eigentlich recht lange, wahrscheinlich mit Level 60 auch noch ein bisschen Mates farmen. Aber, oder Mats, sagt man ja. Und ja, mal gucken, dass es. Ich will jetzt einfach nebenbei auch noch ein bisschen kräften. Auch wenn es wirklich Zeitverschwendung ist. Aber ja, was soll ich groß machen, wenn ich Level 60 bin? Mich die ganze Zeit killen lassen, weil wir unterzählig sind und ja, einfach keine Chance haben. Ich noch nicht so gutes Equip habe. Was sollen wir groß machen? Es ist wirklich doof, dass die Syrten einfach immer im Pulk kommen. Die kommen nie alleine. Eins gegen eins. Niemals. Das werdet ihr niemals sehen. Weil die Syrten haben, dadurch, dass sie so overpowered sind, viel zu viel Angst, dass sie verlieren. Und deshalb kommen sie immer mehr, als sie verlieren können. Und ja, das ist so. Aber es ist keine Simulation, es ist keine Kriegssimulation. Es ist einfach nur ein Spiel, wo einer besser als der andere sein will. Und deshalb ganz komische Taktiken rauskommen. Und ich mag es einfach nicht, das Kämpfen in Rechnung gegen andere Spieler. Es ist wirklich einfach nur entweder peinlich wegen den Stunts. Oder es ist vollkommen langweilig wegen den ja, Attacken, wie zum Beispiel den Zyklonschlag vom Barbaren. Es ist sowas von langweilig. Ja, was soll ich mit dem? Ah, hallo Baumhocke. Kannst du gleich mal wieder rausgehen. Tschüss. Raus aus der Lobby. Raus aus dem Game. Also, wenn ihr gerne bei mir Warzone-Schlachten gegeneinander spielen schauen wollt, ich mach's. Aber nicht so viel, weil ich will euch nicht zeigen, wie ich ständig verliere. Das ist für euch wahrscheinlich auch ein bisschen nervig. Deshalb tue ich jetzt eigentlich so viel wie möglich farmen. Ich werde Twinks noch hochleveln und so. Einfach, dass ihr wisst, dass es mir jetzt nicht um, ja, ich möchte der Stärkste sein in Rechnung geht. Sondern eher jetzt zuerst auch mal ein bisschen warm werden, ein bisschen zu lernen und auch ab und zu halt einfach Warzone macht, damit es noch spannend bleibt. Es gibt hier wirklich Leute, die extrem süchtig sind und das einfach aushalten, dass sie die ganze Zeit verlieren oder die ganze Zeit immer wieder in Höchstleistung einen niedermetzeln müssen. Und das bin ich nun mal nicht. Ich bin nicht der Hardcore-Zocker von Rechnung. Wenn ich ein Hardcore-Zocker bin, dann bin ich bei Hack'n'Slay-Games gut. Oder bei Minecraft, aber nicht bei Champions of Rechnung. Das muss ich zuerst lernen. Das könnt ihr mir auch beibringen. Ihr dürft gerne mehr Tipps geben. Und ja, ihr dürft gerne mich als Community zeigen. Also mir eine Community zeigen,
die auch ein bisschen etwas Fehlerinrechnung, um es besser zu machen oder ein bisschen Ansporn für die Entwickler zu kreieren und so weiter. Also, wenn ihr wirklich ja, etwas machen wollt, dann könnt ihr gerne mit mir irgendwas machen. Ich habe die größte Reichweite von euch allen. Ich kann wirklich auch viel umsetzen lassen. Die Leute, also der Support, der tut mir eigentlich immer recht gut helfen. Ich weiß es nicht, wie das bei nicht so bekannten Leuten ist, aber wenn ich irgendwas reporte, Bilder mache und so, dann werden die Leute auch gebannt. Also bis jetzt, jeden, den ich reportet habe, weil sie irgendwie beleidigt haben, etwas genervt haben, also so, ja, Leute vom eigenen Reich betrogen haben oder sonst irgendwas. Also es alles gibt, ja, die wurden gebannt. Also ich habe schon ein paar Mal Leute gesehen, die irgendwie etwas ausnutzten mit dem Internetzeug und so. Also dass sie mich. Oh, ich hab's. Ich habe jetzt nicht geschafft. Dass sie sich auslockten sofort, oder? Und das darf man nicht. Man darf nicht Alt F4 drücken. Es tut einfach dem Spiel auch nicht gut, weil das Spiel ist ja online und gegen Spiele. Und auch, es ist mega peinlich, oder? Und irgendwie hat es entweder den Leuten so betroffen, dass sie sich ausgelockt haben, Turbo ausgelockt haben, oder sie wurden echt gebannt. Aber solche Leute reporte ich. Also ich habe ja immer Video an. Und ich kann dort vom Video dann immer einen Post machen, einen Screenshot. Und dazu kann ich jeden eigentlich reporten. Weil, Leute, versteht doch, das ist ein Online-Game, da muss man fair sein. Und wenn ihr das nicht seid, dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen. Und ich bin einer, der gerne ein bisschen Konsequenz auch antut den Leuten. Weil, ja, wer möchte schon gerne beleidigt werden oder von anderen Spielen betrogen werden, weil sie sich ausloggen oder dritte Programme verwenden? Ich weiß nicht, was es für dritte Programme für Ding gibt, für Champions of Regnum. Aber es könnte wirklich sein, dass so viele Jäger spielen, dass die Jäger irgendwie ein Programm haben, wo sie Rayscope haben, also Dinge, wie heißt es? Ja, einfach ein Ray, also dass sie durch Gegenstände durchsehen können, die Spieler. Und ja, das ist natürlich nicht so toll für viele faire Spieler. Ja, und einfach am besten nicht immer so mega viel suchten. Ich sehe müde Spiele, die den ganzen Tag online sind, nichts anderes machen als diese Warzone-Punkte, also ja, Königreichspunkte, glaube ich, oder so. Ja, Königreichspunkte und WM-Coins farmen. Also sonst irgendwie die ganze Zeit am Ding herumgammeln, am Bind herumgammeln. Spielt einfach weniger. Es ist wirklich nicht wichtig, wie lange ihr spielt. Aber schaut auf eure Gesundheit. Das ist nämlich wichtig. Sonst werdet ihr auch noch narzisstisch, oder? Das ist wirklich eine Krankheit, die einfach, weil der Mensch heutzutage einfach viel verlangt, einfach aufkommt. Und sozusagen auch nicht mehr so richtig weggeht. Sie einfach blind sind. Und wenn sie blind sind, nicht mehr merken, was für Scheiße sie machen, dann ist es nun mal einfach nicht gerade so toll. Für andere vor allem. Also einfach mal ein bisschen nachdenken, was ihr macht. Dann geht es eigentlich auch wieder weg. Einfach gesund bleiben. Die Leute denken immer so, ja, sie können einfach irgendwo farmen und ja, hauen dann sofort wieder ab. Und sie merken ja doch, das ist ja wieder ein anderer Spieler. Und ich habe gar nicht gesehen, dass du da bist, aber dann gehe ich halt wieder weg. Ja, man ist halt nicht immer hier. Aber das Ork-Lager, das ist ein richtig geiler Hotspot. Wo Leute, vor allem bei den vierten Ork-Lager, sehe ich immer wieder Spieler, die dort waren.
Okay, momentan ist es eigentlich bei den Eggen am meisten nur Farmen, bei ihrem Orklager. Eggen sind momentan am fleißigsten am Metz sammeln. Und aber das ist auch wieder so ein Punkt, eben das Crafting, wann wird das überarbeitet? Also das ist momentan echt für nichts Gute. Man braucht keine der Waffen, nie. Also vielleicht für Level 23 und für Level 32 braucht man ein paar Waffen, aber ja, nein, 32 sowieso nicht wegen dem in der Kiste. Der Geschenktruhe von Level 30. Die Waffe ist so bis wie mit Level 37 schon eigentlich ziemlich OP. Und da sehe ich auch wieder viele Leute, die einfach Top-Equip haben, schon beim Leveln. Weil sie irgendwie das Equip, auch weil sie so viel spielen, so viel Drinks gemacht haben, schon besitzen. Und ich so, was? Der Barbar mit Level 32 macht mehr Schaden als ich mit Level 48 oder so damals gewesen. Und ja, ist schon geil, wie die Spiele einfach ganz viel handeln und dadurch auch sehr viele Items haben. Ich handle lieber gar nicht. Ich bin einer, der noch nie oder noch fast nie so richtige Items verkauft hat. An Kollegen, ja. An beste, also wirklich gute Kollegen mache ich's. Und die geben mir auch wirklich gutes Equip. Oh, oh das. Ach man, die Jäger, also die Eisenjäger denken immer, ich bin ein Igel oder so. Wahrscheinlich wegen der Farbe oder so. Kommen immer zu mir, buffen sich und merken, oh, das ist ja ein Eisen. Das ist was ist. Und ich so, oh, shit, was ist jetzt wieder los? Nein, ich will nicht wieder sterben. So, nein. Es ist so lustig, man sieht nicht, ob es ein Alse ist oder ein Ego oder ein Syrze. Also, man sieht's nicht. Die Spieler oder so müssen eine Aura oder sonst irgendwas haben, dass es einfach ein bisschen übersichtlich ist und nicht so unübersichtlich. Also, ja, da muss noch ein bisschen gemacht werden, liebe Entwickler, gell? Ja, in einem anderen Spiel wie Dark Age of Camelot ist es auch nicht, aber da haben die Ritter Rüstungen an, die zu dem jeweiligen Reich passen, also man sieht es, oder? Hier haben zum Beispiel die Alsen grüne Kleider und die Igen haben gelbe Kleider, oder, ja. Ich habe schon ein paar Igen gesehen, die orange tragen. Ist ja auch eigentlich Ignis, also auf der Map und so ist es schon orange, ja, auf der Map ist es rot, aber, genau am Namen ist es ja orange, oder? Und das zeigt, dass die Igen schon gerne orange tragen, obwohl sie rot sind auf der Map. Also eigentlich das Reich, das rote Reich ist nicht das orange Reich. Und ja, die Alsen und die Syrten können auch weiß tragen. Ich würde vielleicht weiß tragen. Genau, ich werde so wie Sephiroth oder so, so richtig weiß. So eine schöne helle Rüstung dran, dass mich jeder sieht, ich bin der Drago. Nee, wenn ich was trage, ist es wahrscheinlich braun oder grau, also so, also so eisenfarbig. Ich will gar nicht irgendwie etwas Besonderes sein. Also vielleicht muss ich etwas Besonderes sein, dass ich nicht immer fokussiert werde. Eventuell muss ich halt auch ein bisschen defensiver meinen Barbars gehen, damit ich eine Chance habe, euch irgendwas zu zeigen. Und da brauche ich natürlich schon gute Ausrüstung. Ja, weiß es nicht. So, okay, dann 29 Minuten Video. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Drago. Tschüss.